Ja, ich hab... Die Vorbereitung und so. Vielleicht stellst du dich unseren Zuschauer erstmal vor. Hört mich heftig. Hallo ihr lieben Leute, ich bin der Bülent, aka Backdraft. Zwei Seiten. Es werden mich noch einige hundert Leute nicht kennen. Noch nicht. Noch nicht. Ey, das Ding macht mich gerade ziemlich wahnsinnig. Ja, wir haben 12 Uhr und fahren nach Tschechien. Wir sind gerade in Herne. Circa 9 Stunden, 9,5 mit Pause vielleicht. Fährt ein Höllenritt. Yes. Vor allem, weil ich im Auto sitze. Zieht an mir vorbei, das geht nicht mein zu dir. Ja, gleich sind wir da. Wir leben noch. Wie war die Fahrt? Von Arsch. Ihr habt das Foto gerade gesehen, wie unser Auto aussah, also das Auto, das wir gefahren haben, bevor wir in diesen komfortablen Van hier gestiegen sind. Wir sind jetzt fast 12 Stunden unterwegs und es ist langsam echt krass. Hunger! Edding, ich koste die mal alle. Wir sind jetzt angekommen nach einer höllischen Fahrt, die wir hinter uns gebracht haben. Wir haben einen ziemlich üblen Autounfall hinter uns gebracht, der mich auf jeden Fall sehr aufgeregt hat. Die anderen mit Sicherheit genauso, aber letzten Endes sind wir dann doch gut durchgekommen. Fertig im Arsch. Brei, Mousse, Banane, ich gar nicht mehr. Jetzt müssen wir gleich noch in einer Stunde. Was müssen wir denn abholen? Die Tickets oder was? Tickets abholen und dann eine Lagebesprechung. Was auch immer das zu bedeuten hat im Freestyle Corner. Im Freestyle Corner, dann wird die Lagebesprechung wird gefreestylt von jeder einzelnen Partei. Und wenn einer einen Wack Rhyme bringt, kriegt er sein Ticket nicht. Ganz einfach. Das ist die Rap-Szene. Heute muss man sich alles erfreestylen. Ja. Ich pack meinen Kopf aus. Leute. Aber nicht mehr alle verletzt. You go out at night to study. Give a little shout out. Where you from? What's your name? Yo, I'm Magnus. From Norway, Oslo. Yeah. Down there in hip-hop camp. Checking it out. Tell us, say check out. Krass, Alter. Wir kommen auf dem Hip Hop Camp 2011. Ich mach den Navigator. Wir müssen zum Freestyle Corner. Hier, wir sind ungefähr hier irgendwo und wir müssen da runter. Es ist sehr heiß und hier ist es extrem staubig. Krass. Beim Nicht-Festival-Menschen ganz schön viele Eindrücke. Wie geht's dir, Donato? Besser. Besser? Besser. Crash überwunden? Ja, langsam. Langsam. Ich habe immer noch den Staub und die Splitterscheiben vor Augen. Ja.
Yo brato, wreszcie słyszę z waszym iść a niż. Już by skorodować, do góry iść a niż. Widzisz nas nie krzyczę. Pomyśl mal lang na to. Ja sam weiß auch noch nicht genau. Nie to było jest. Das dein scheint auf jeden Fall die Hauptbühne zu sein. Co się ty to stało? Samo się wybrało. Axe Stage. Das ist, glaube ich, mehr so Party. Ansonsten bin ich etwas überfragt. Neue Worte, denn ich habe zwischen verschiedene Stile, wo die Leute sagen, der Typ ist kaum zu überbieten. Er sitzt nachts ständig an seinem Schreibtisch, ohne Stift, ohne Papier, einfach mit seinen Synapsen und dem Beat, der in seinen Adern pulsiert. Keine Ahnung, was als nächstes passiert. Der Typ ist einfach viel zu versiert. In den Baukran nach oben in die Wolken hinaus. Schau, schau, schau hoch hinaus. Es ist kein Vogel, es ist kein Superman. Es ist B-U-L-E-N-T. Raps wie Dynamit. Tut mir leid, wenn ich hier über den Beat fließ und die anderen MCs keine Zeit lasse. Tut mir leid, wenn ich den Atem hier heute hier verprasse. Ich bin so wie Kurt Russell. Ich hasse ständig die ganze Zeit, die Leute denken, shit, was für ein Spastel. Keine Ahnung, wie. Keine Ahnung, wie, keine Ahnung, wie, keine Ahnung, wie. Ey yo, ich hab für Rap eine Begabung, ich hab keine Planung. Trotzdem weiß ich ganz genau, es ist eine Bestrafung, so viel Wissen zu haben wie ich. Stehst du, was ich mein? Keiner ist eigentlich so dicht wie ich. Ach, ich check es nicht. Trotzdem weiß ich ganz genau, dass ich hier Freestyle und keine Texas bin. Ey, check this shit. Das Festivalgelände ist vergleichsweise leer und hier tobt der Bär. Das muss morgen anders sein. Wir haben gerade schon den ersten Durchlauf gemacht, unsere Texte ein bisschen geübt. Haben jetzt ungefähr noch 6 Stunden Zeit bis zum Auftritt. Und werden 5,5 Stunden davon nutzen, nochmal unsere Texte zu lernen, damit auch ja nichts schief geht. Aber gleich müssen wir erstmal was essen, denn sonst geht heute gar nichts mehr. Vielen Dank. Jetzt gehen wir erstmal was einkaufen, wir haben Hunger. Und dann kommen wir wieder zurück, deponieren unsere Reserven im Hotelzimmer und dann geht's ab zum Festival. Wäre eigentlich cooler, wenn das eine Goldkette wäre. Das ist eine Holzkette. Das ist normal. Ist aber nicht Original G. Wir müssen noch drücken, ne? Für ein Corny ist ganz schön viel. Kommen wir erstmal eine Milchschnitte für 11,90 €. Guck mal, hier steht sogar Milchschnitte drauf, obwohl hier dann steht. Mlechni Vrets, Mlechni Vrets. Gesundheit. Hallo Kamera, wie geht es dir? Ich komme aus Deutschland und du? Tschech.
Der Marco will mich ganz schwer verarschen hier. Und das in Tschechien. Ich werde den hier begraben, dann wird ihn keiner mehr vermissen. Oh, das müssen wir rausschneiden. Fertig mit Einkaufen. Jetzt noch was essen und dann zurück zum Festival. Kleiner Lagebericht. Es stürmt, es regnet. Ich trinke Bier und ich mag kein Bier. Und das zum Frühstück. Ich habe noch nichts gegessen. Wir müssen noch was essen. Und das Positive ist, der Flexbill-Hangar ist überdacht. Das heißt, es werden eine Menge Leute im Hangar stehen, weil sie vor dem Regen fliehen werden. Das kommt uns zugute. Weil gestern war der Hangar echt leer so. Wie das heute ausgesehen hätte, wenn die Sonne geschienen hätte, das wäre echt krass. Vielleicht kommt die Sonne ja zurück. Ja, ich glaube aber eher nicht, so wie der Himmel aussieht. Ne? Füllt mal den Himmel.